Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute das Schneeweißchenmuster. Das ist ein sehr netzartiges, luftiges Muster mit zwei Farben zeigen. Einfarbig habe ich das Video bereits im Kanal. Man beginnt den Farbwechsel mit einer zusätzlichen Luftmasche und häkelt dann die Maschen ab. Nun sticht man wieder in die erste Masche im Strickstich ein, nimmt einen Umschlag von unten auf die Nadel und sticht dort ein, wo zuvor der Umschlag gearbeitet wurde. Die erste Reihe habe ich eine Reihe im Grundstich gearbeitet, damit das Muster eine schöne Kante hat. Und enden mit zwei Maschen im Strickstich. Wieder mit einer zusätzlichen Luftmasche den Farbwechsel arbeiten und zurückhäkeln. Mit einer Masche im Strickstich beginnen, eine Masche in den Umschlag arbeiten und nun wieder jeweils einen Umschlag und eine Masche in den Umschlag arbeiten. Das Muster versetzt sich also nun in diese Reihe. Enden mit einer Masche übergehen und zwei Maschen im Strickstich. Mit einer zusätzlichen Luftmasche den Farbwechsel arbeiten und zurückhäkeln. Nun wieder mit einer Masche im Strickstich beginnen, einen Umschlag arbeiten, diese erste, zweite Masche übergehen und wieder stets dort einstechen, wo zuvor der Umschlag gearbeitet wurde. Und enden mit zwei Maschen im Strickstich. Wieder den Farbwechsel arbeiten und zurückhäkeln. Wem das tunesische Häkeln gefällt, der darf gerne unsere Facebook-Gruppe besuchen. Die heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort findet man jede Menge weitere Muster zu diesem Thema. Nun beginnen wir wieder mit einer Masche im Strickstich und einer Masche in den Umschlag. Dann ein Umschlag und wieder bei den Umschlägen einstechen. Also wie gesagt, diese zwei Hinreihen stets wiederholen. Das ist schon alles.
aber ich finde, man erzielt einen tollen Effekt damit. Ich wünsche euch viel Spaß.